schon der Tobi sehr interessante Antworten auf sehr interessante Fragen via SMS gegeben. Und wir haben uns ja überlegt, dass wir möglichst viele Fragen beantworten, deswegen stehe ich hier. Heute geht es um das Thema Urknall versus Schöpfung. Gibt es eigentlich den Urknall, wenn ich Christ bin? Darf ich daran überhaupt glauben oder muss ich daran glauben, dass die Welt in 6 plus 1 Tag erschaffen worden ist? Was ist eigentlich diese Urknalltheorie? Große Astrophysiker, tolle Leute mit sehr großem Intellekt haben ja über Jahre und Jahrzehnte, wahrscheinlich ihr Leben lang investiert, um herauszufinden, ob tatsächlich das komplette Universum, so wie wir es kennen, in einem einzelnen Punkt zusammenfällt. Und zwar in diesem Urknallpunkt. Das ist ja eigentlich die Theorie, dass man sagt, alle Materie, alle Planeten, Sonnen und so weiter haben einen gemeinsamen Beginn in einem klitzekleinen Punkt, der so viel Masse hat, dass wenn dieser Punkt explodiert, die komplette Masse in unserem Universum ausmacht. Die Erde, der Mars und alle anderen Planeten, alle anderen Sonnen auch. Diese Masse fällt also zusammen in einen kleinen Punkt. Jetzt wird es sehr interessant. Jetzt haben sie wirklich so viele Jahre sich damit beschäftigt und geschaut, wie ist dieser Urknall überhaupt entstanden, welche Eigenschaften hat er. Und sie sind mittlerweile so weit, dass sie ganz, ganz nah an diese Singularität rankommen, ganz, ganz nah an diesen Urknallzeitpunkt rankommen, bis eine Hundertstelsekunde, eine Tausendstelsekunde davor. Aber dann haben sie eine sehr interessante Entdeckung gemacht, und zwar alle Naturgesetze, die wir kennen, alle Berechnungsgrundlagen, die auch überall im Universum funktionieren, funktionieren im Urknall nicht mehr. Hier hört alles auf, was wir kennen, zu existieren, und es beginnt etwas oder es ist etwas vorher da, was wir nicht mehr begreifen können, worauf wir keinen Zugriff haben. Dieser Punkt nennt sich der Urknall. Und jetzt sind Astrophysiker ja wirklich sehr intelligente Menschen und sagen sich, gut, selbst wenn wir herausfinden würden, was in diesem Urknallpunkt passiert, ist es ja eine Materie, die da ist, aber die ja irgendwo herkommen muss. Irgendwo muss ja dieser klitzekleine Stecknadelkopf voller Masse herkommen, und irgendwas, irgendwie, muss dieser Punkt ja auch irgendwann explodiert sein. Und hier sagt jeder Wissenschaftler, der was auf sich hält, das kann ich nicht mehr erklären. Nicht nur, dass ich es nicht berechnen kann, weil alle Gesetze, nach denen ich berechnen muss, ineinander zusammenfallen, sondern etwas, das aus dem Nichts passiert, ist einfach das, was wir nicht verstehen können. Wenn ich jetzt diese Hand aufhalte und sage, Apfel, komm, und es kommt nicht, ist es uns allen klar, weil ich habe nicht die Macht, etwas aus dem Nichts entstehen zu lassen. Jeder Wissenschaftler sagt, hier beginnt etwas, was ich nicht mehr beschreiben kann. Ich kann die Warum-Frage nicht beantworten. Ich kann sagen, ich kann beschreiben, wie etwas ist, wie etwas sich verhält. Aber warum etwas da ist, das kann ich tatsächlich nicht beschreiben. In diesem Urknallpunkt passiert etwas, das etwas aus dem Nichts entsteht. Die frühen Christen hatten dieses Problem früher auch. Sie mussten sich gegenüber den Philosophien abgrenzen und haben gesagt, wie kann es denn sein, dass etwas aus dem Nichts entsteht? Und sie haben einen Begriff geprägt, der heute noch existent ist, der des Lateinischen heißt Creatio ex nihilo. Heißt auf Deutsch übersetzt, stinknormal, aus dem Nichts erschaffen, eine Schöpfung aus dem Nichts. Da haben sie gesagt, das kann nur Gott, und zwar ein Gott, der außerhalb von Raum und Zeit ist, weil etwas, was wir als Raum und Zeit begreifen, muss geschaffen sein aus etwas, was außerhalb dieser Raum und Zeit ist und hineingesetzt worden ist und dann irgendwie beginnt. Auch die Zeitrechnung beginnt im Urknall. Zeit ist ja eine sehr, sehr interessante Geschichte, die wir Menschen kennen, aber etwas muss ja außerhalb der Zeit passieren, damit es beginnen kann. Aus diesem Punkt heraus haben die Christen sich überlegt, es muss ja auch diesen ersten Beweger geben, etwas, was alles zum Anstoßen gebracht hat, etwas, was alles zum Wachsen gebracht hat. Das nennen die damals dann Primus Movens, den ersten Beweger, und das sagen sie genauso wie dieses Creatio ex nihilo, das muss Gott sein, weil er außerhalb allem sein muss, damit das passieren kann. Jetzt steht er in der Schöpfungsgeschichte, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und man kann sich sehr lange darüber streiten und austauschen, was denn hier am Anfang eigentlich heißt. Am Anfang des kompletten Universums oder am Anfang der Welt, so wie wir sie heute kennen, auf der wir tatsächlich leben. Die Frage ist, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist für mich ein Punkt, wo ich glaube, das hat nichts mit dem Urknall zu tun, oder vielleicht doch ein Punkt, wo ich sage, das kann ich nicht beantworten. Für mich ist es keine Ausschließlichkeit, Christ zu sein und an den Urknall zu glauben.
Das ist für mich eigentlich sogar logisch. Irgendwas muss beginnen und das muss außerhalb von Raum und Zeit sein. Und ich glaube, dass solche Fragen wirklich sehr, sehr inspirierend sind, weil man sich überlegen kann, hey, wo kommt Gott eigentlich her? Was bedeutet es eigentlich, dass Gott überzeitlich ist und über dem Raum steht, über Materie steht? Ich persönlich glaube, Gott steckt in allem und auch in diesem Universum. Irgendwann muss dieses Universum begonnen haben und dass tatsächlich eine gigantische Masse in einem Stecknadelkopf zusammenfällt und irgendwie aus irgendeiner Intelligenz heraus mit irgendeinem Willen beginnt zu expandieren, das nenne ich Gott. Und das finde ich einfach nur interessant. Soweit erstmal. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche nicht hier stehen, sondern der Tobi und wird wieder auf eine sehr interessante Frage eine sehr interessante Antwort geben. Und bis dahin, wir sehen uns sicherlich wieder, wünsche ich dir einfach noch eine gute Woche.